Ja, liebe Freunde, wir haben uns mit diesem unangenehmen Thema zu beschaffen, mit den drei Buchstaben. Und wir hören ja allerlei, wie schlimm das ist und wie gefährlich. Und da gibt es auch keinen Zweifel. Es ist Teil dieses globalen, organisierten Verbrechens. Es geht nicht um Gesundheit, es geht ums Geld. Und ich möchte mich eigentlich auch relativ kurz fassen, weil ich gar nicht so viel Energie in dieses Thema reinbringen will. Ihr wisst so viel und es werden noch weitere von uns hier sprechen und die werden immer auf die Gefährlichkeit oder die meisten auf die Gefährlichkeit die Betonung legen. Ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurzen Blick in die Vergangenheit tun und der Urs hat es in seiner Einführungsrede genannt. Die Schweinegrippe, ja, warum hat es nicht funktioniert damals? Und zwar war einfach viel weniger Angst und viel weniger Leute haben mitgemacht. Und es gab halt auch noch zu laute kritische Stimmen. Und es ist schon richtig, dass die Leute, und damals war es ja auch schon die WHO, und ich kann mich noch gut an Wodak erinnern, der ja darauf hingewiesen hat, wie korrupt dieses System ist und wie verfilzt und wie mafiös. Und daran hat sich überhaupt nichts geändert, sondern im Gegenteil, sie haben damals ihre Lehren gezogen, damit sie gut 10 Jahre später so richtig auf die Trommel hauen. Und das Ziel war ja, totalitär uns alle in die Maske zu zwingen, uns alle ja, immer wieder mal zu testen und vor allem uns alle an diese als Impfung deklarierte Giftspritze zu bringen. Und wenn ich mich umschaue an so einem sonnigen Samstagnachmittag, es sind doch mehr Leute gekommen, als ich gedacht habe. Und das macht den Unterschied. Das macht den Unterschied. Und deswegen danke ich euch von Herzen, dass ihr da seid. Natürlich erreichen wir immer noch nicht die da draußen. Das spielt aber für mich mittlerweile gar keine große Rolle mehr, weil wir sind zusammen, wir haben gemerkt, um was es geht und wir stärken uns gegenseitig. Wenn wir uns nicht sehen, aber umso mehr, wenn wir uns treffen und sehen, so wie heute Nachmittag. Und das tut mir auch unheimlich gut. Und ja, danke, dass ihr da seid. Danke. Und auch wir können von der Vergangenheit lernen, von der Schweinegrippe. Und wir können jetzt lernen. Und zwar, wenn wir dieser Organisation unsere Energie schenken, und woraus ziehen die Energie? Das sind eigentlich zwei Sachen. Es ist die Angst und es ist der Gehorsam letztendlich, dort alles mitzumachen. Und ich spüre einfach, und das bedrückt mich dann manchmal doch, wie viel Angst auch in der Bürgerrechtsbewegung und bei uns Aufgeklärten ist, wenn es um dieses Thema WHO geht. Und wir müssen uns klar machen, diese erste Pandemie, die jetzt über uns weggerollt ist, das haben die ganz ohne Vertrag hingekriegt. Ja, Epidemiengesetz ist alles vorbereitet. Und alle Regierungen der Welt, auch die Schweizer Regierung, hat nichts anderes gemacht, als die WHO vorgibt. Und sie haben sich auch jetzt schon auf diese berufen. Und nur weil das jetzt legalisiert werden soll, in Anführungsstrichlein, ja, das ist ja trotzdem Unrecht. Und deswegen interessiert es mich eigentlich nicht so sehr, ob da Vertrag unterschrieben wird oder nicht. Ich trete nicht in die WHO ein. Ich bin da noch nie eingetreten und ich werde es auch nie tun. Ich mache was ganz anderes. Ich trete mit euch allen, in eine ganz neue Welt ein. Und ich kann euch sagen, aus meiner Erfahrung, aus meiner täglichen Erfahrung der letzten Wochen, die neue Welt ist schon da.
Ich erlebe sie jeden Tag in meiner Praxis, heute wieder mit euch, die letzten Tage. Ich treffe nur noch tolle Menschen und es vernetzt sich immer mehr, es wird immer dichter. Und je mehr sie wieder Druck ausüben werden, desto mehr werden wir wieder bei uns sein. Und das sollen sie doch bitte schön machen, ich habe keine Angst davor. Und deswegen sage ich euch jetzt am Schluss, raus aus der WHO, aber raus aus der Angst und im Gehorsam. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Andreas, für die sehr sinnhaften Worte. Und die Letzten sind wir geblieben. Wir müssen raus aus der WHO, wir müssen alles unternehmen und vor allem unsere Mitmenschen informieren, dass sie irgendwann auch begreifen, dass es da nicht um Gesundheit, sondern um Geld geht. Herzlichen Dank, Andreas. Danke.